Hallo, hier ist der André wieder von der IG 1900 Westmünsterland. Begrüße euch alle. Und wir haben eine E-Mail bekommen, zwecks Sitz fertig machen, und zwar die Verstellung. Meistens ist es bei dem Fahrersitz, dass der nicht einrastet. Und dann zeigen wir euch doch mal hier an diesem alten kaputten GTJ-Sitz. Ja, hier könnt ihr sehen, dass das also nicht mehr vernünftig einrasten will und durchrutscht. Ja. Und heute zeigen wir euch dann mal, wie man sowas vernünftig fertig macht, so dass er euch überleben wird und ihr da in der Zukunft keine Probleme mehr mit habt. Jo! Ja, hallo. Weiter geht's hier. Jetzt haben wir mal die Sitze zerlegt. Hier ist jetzt ein Beifahrersitz. Und hier haben wir diesen Fahrersitz, der nicht mehr einrastet. Jetzt zeigen wir euch mal, wir haben hier jetzt schon vorbereitet soweit. Wir zeigen euch aber eben einmal schnell kurz, wie ihr hier bohren müsst und was ihr machen müsst. So, dieser Bolzen hier, der muss raus. Und zwar könnt ihr den am besten von innen bohren, hier, von innen bohren. Und wenn ihr das gemacht habt, fällt der Bolzen fällt dann raus. Dann habt ihr hier die Mechanik, sage ich jetzt mal. Und auch bei der Mechanik, sage ich euch jetzt mal, einmal hier. Es gibt zwei verschiedene. Einmal 68, 69 und einmal 70. Erkennen könnt ihr das hier an diesem Schutzblech hier. Ja, daran könnt ihr erkennen, diese Schutzbleche haben, das sind die frühen und die tue ich nicht so gerne. Die kann man auch umbauen, aber mache ich nicht so gerne. Besser wären die ab 70, die kein Schutzblech mehr haben. Die sind am besten. So, und wo ihr dann bohren müsst, ist hier. Der ist noch nicht gebohrt hier, deswegen habe ich den jetzt mal dabei geholt. Hier geht dieser Bolzen durch, der von außen 10 mm da ist und verspringt auf 8 mm hier. Da müsst ihr durchbohren mit 10 mm. Und dann sieht das so aus. Ja? Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hin, nehmt euer Rückenteil. Hier ist ja die original 10 mm drin. Da geht ihr jetzt hin und nehmt dann euch eine kleine Vierkantfeile. Und besorgt euch eine Schlossschraube. So sieht sie aus. Die könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, kleiner drehen und flacher planen hier oben, dass das mehr nach Original ist. Aber wir lassen sie so, wenn das nachher alles lackiert ist, sieht es keiner mehr. Die könnt ihr, müsst ihr auf jeden Fall haben, eine Vierkant. Ja? Sehr wahrscheinlich müsst ihr auch mal von hinten vielleicht minimal was abfeilen hier, weil der Vierkant schon mal zu lang sein kann, irgendwie so einen halben Millimeter. Seht ihr aber. So, dann, wie gesagt, die Vierkantfeile hier rein und die dann eckig feilen, so dass die Schlossschraube hier reinschnappen kann. Ja? Er ist drin und kann sich nicht mehr mitdrehen. Denn es gibt Leute, die da schon durchgebohrt haben und gemacht haben und dann einfach eine 10 mm Schraube mit Mutter draufgesetzt haben. Und dadurch leiert das alles aus, weil das sich alles mitdreht und. Deswegen diese Vierkant hier, dann kann sich nichts mehr mitdrehen und dann funktioniert das. Ja, so, hier drauf gesetzt. Dann hinten, ganz wichtig, dass die Hülse noch stehen bleibt. Bei vielen ist es dann weggebohrt und weggebrochen. Ja, das ist wichtig, wo dieser hier wieder drauf kommt. Ja, dass dieser sich hier wieder dreht. So, dann nehmt ihr euren aufgebohrten, hier ist jetzt der aufgebohrte auf 10 mm, seht ihr, da waren sie auch schon dran, hier seht ihr das hier, wie ostereiförmig das hier ist, weil da einfach sinnlos durchgebohrt wird und nicht aufgepasst wird, aber ist noch, der war noch rettbar hier und dann könnt ihr diesen ganzen, ganze Zeug wieder zusammenstecken und auf die Stellung achten. Es sollen 4 bis 5 Stellungen sein. Wenn ihr das gemacht habt und zusammengesetzt habt, dann nehmt ihr euch eine dünne Mutter. Ist hier. Eine dünne Mutter. Ja. Schraubt die hinten auf, aber mit Gefühl und nur so weit, dass sich, dass es leicht stramm ist. Ganz leicht stramm ist, dass alles zusammengeschraubt ist und leicht stramm ist. Und dann guckt mal, wie es funktioniert und wie es einrastet. Wenn alles funktioniert, dann hier einfach ein Schutzpunkt mit dem Schweißgerät eben draufsetzt, dass die Mutter sich nicht mehr runterdrehen kann. Weil wenn man das mit einer dicken Mutter macht, ist das nachher
kann da Probleme geben. Deswegen, wir nehmen immer eine dünne hier. Und wenn alles zusammengeschraubt ist, kriegt ihr hier den Schutzpunkt mit dem Schweißgerät eben einmal, kann sie nichts mehr mitdrehen. Und dann funktioniert das perfekt. Und ihr werdet da nie mehr Ärger mit haben. Und dran denken, ihr müsst so zwischen 4 und 5 Rasterstellungen haben. Also, wisst ihr Bescheid. So, wir haben jetzt mal den Sitz wieder komplettiert. Alles wieder auf Stellung gebracht. Und dann schaut man eben einmal hier. So sieht es jetzt aus. Der ist jetzt auf der ersten Stellung gerastet. Wenn ich jetzt hier ziehe, sollte die Rückenlehne von selber vorspringen. Macht sie. Wenn ich jetzt zurückgehe, rastet ihr auf der ersten wieder ein. Jetzt ist das hier nur provisorisch zusammengeschraubt, um euch das zu zeigen. Hier ist jetzt eine Selbstsicherung drauf gedreht, die natürlich jetzt immer mitdrehen wird und wieder lösen tut. Ja? Die muss ja fest sein, weil hinten ist ja der Vierkant drin. Deswegen tun wir da einen Schweißpunkt aufsetzen. Deswegen habe ich jetzt hier nur 2, 3, 4 Möglichkeiten. Sonst hat sich so viel Spiel entwickelt durch dieses Losdrehen von der Mutter, dass es nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Aber ihr seht ja jetzt hier, wie das einrastet, ja, und wenn ich jetzt hier losgehe, zack, ist der zweite drin, ja, da ist der dritte drin und jetzt ist das alles fest hier, ja, hier, tut nichts mehr, funktioniert, ja, und wenn ihr zieht, müsste der eigentlich vorspringen, Achtung, zack, da ist er. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das gemacht wird. Wird jetzt komplett zerlegt, gesandstrahlt, komplett neu lackiert. Nach dem Lackieren die ganzen Einzelteile, besonders hier in der Mechanik hier, alle wieder blank machen. Zahnräder, wo das Ärmchen drauf läuft, überall, wo bewegliche Teile sind, wieder blank machen. Vernünftig Graphitfett dahinter, dazwischen aber nicht zu viel, dass euch die Sitze nachher versauen, so dass alles wieder leicht läuft. Und dann habt ihr nie mehr Ärger mit euren Sitzen. Das war's. Wir machen noch ein Video nächste Tage, und zwar wie man einen Tankgeber repariert, weil viele Tankgeber eigentlich gar nicht kaputt sind. Die braucht ihr gar nicht unbedingt neu zu kaufen, denn ich sag mal, von 10 Tankgebern bekommt man 7 Stück wieder fertig. Durch eine dumme Kleinigkeit nur zeigen wir euch beim nächsten Video. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.